Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich sitze nicht richtig auf meinem Stuhl. So. Genau, wir waren hier in Jakendar. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Aber ich erinnere mich, wir haben hier die Minecrawler getötet, die Höhle gesäubert von den Minecrawlern und Bloodwyn umgehauen. Genau. Wir haben sehr wenig Leben, sehe ich gerade. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mich voll zu futtern, deswegen gehe ich, glaube ich, gleich einmal kurz pennen. Wir haben noch ein paar Missionen. Zugang zum Tempel natürlich. Mist. Was war das nochmal? Da wollte ich ja nachschauen, was das nochmal war, diese Quest, weil ich die... Ich habe bei der Quest immer Schwierigkeiten, die zu lösen, weil ich das immer und immer wieder vergesse. Aber vielleicht finde ich es auch so raus. Deswegen, ich lasse das erstmal mit dem Nachschauen. Zur Not mache ich das dann später, wenn ich es überhaupt nicht rausfinde. Spioniere bei den Banditen, das haben wir ja bereits gemacht. Ich glaube, das könnten wir auch abgeben. Der Mörder auch. Es gibt noch nicht. Gut. Und dann haben wir hier noch auf alle Fälle die Sklaven. Die ja Bloodwyn gehört haben. Bloodwyn ist ja jetzt tot. Von dem her sprechen wir nochmal mit der Sklavenwache. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Genau, jetzt können wir Bloodwyns Kopf zeigen. Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bloodwyn ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwyn gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Na gut. Dann gehen wir zu Taurus. Und sprechen mit ihm über die Sklaven. Dann holen wir die, glaube ich, jetzt schon raus. Oder warte noch, hier liegt ein Fisch. Den habe ich wohl ganz übersehen. Skeddy, Bloodwyn ist tot. Bloodwyn ist tot. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Bloodwyn ist besser dran, wenn er tot ist. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Taurus und reden mit ihm über die Sklaven. Dann lassen wir jetzt erstmal... Oder dann befreien wir jetzt erstmal die Sklaven. Was hast du eigentlich vor? Ach, das ist ja schon Taurus. Du hast jetzt auch noch Bloodwyn aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorg dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Ja, geil. Taurus. Kommt er zur Vernunft, oder was? Der scheint dann aber auch Raven nicht ganz so zu mögen, ne? Wenn, sonst würde der ja sagen, was hast du vor und so? Ne, willst du ihn töten? Ich werde dich daran hindern oder sowas. Das ist doch nichts, ne? Wenn die jetzt irgendwie sich verstehen würden, Kumpels wären oder so, aber dem scheint das auch scheißegal zu sein. So, Sklavenwache, nochmal, lass die Sklaven frei. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Meine Fresse, Alter.
Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Ich weiß nicht, so ein Leben wie hier in dieser Welt stelle ich mir voll geil vor. Nicht jetzt als Sklave und ich auch nicht unbedingt als Wache, aber so als Bürger zum Beispiel in der Hafenstadt von Korinnes. Du hast zwar auch deine Arbeit, aber zum Beispiel im Hafenviertel. Voll chillig, oder? Wäre bestimmt mal interessant. So, mit denen haben wir ja schon alle geredet, ne? Patrick, so, ich sollte mich davor aber trotzdem nochmal heilen. Jetzt habe ich vergessen zu schlafen. Das ist natürlich sehr schlau gewesen. Da muss ich mich doch mal eben vollfuttern. Aber halb so wild. Das dauert zwar ein bisschen, aber wir haben noch genug Fleisch. So, und dann wollte ich ja auch nochmal schauen wegen einer besseren Zweihandwaffe, oder? Wir haben ja momentan, glaube ich, den Paladin Zweihänder. Frage ist, wie gut war der? Ich weiß es schon nicht mehr. 80 Schaden, 80 Stärke. Langschwert ist Einhandwaffe, Morgenstern, Bartaxt sind alles Einhandwaffen. Der Rapier auch. Sturmknecht ist dann wieder eine Zweihandwaffe, allerdings Stärke 115. Da kommen wir nie im Leben ran, wir haben Stärke 80. Muss ich so mal beim Händler schauen, ob es da irgendwie eine Zweihandwaffe gibt. Und dann müsste ich ein bisschen die Stärke skillen, obwohl ich ja Zweihänder skillen wollte. Das ist total umständlich alles. Egal, ihr könnt erstmal abhauen, ihr seid frei. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf, da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke, vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. So. Sind schon alle weggerannt. Und ich laufe voll gegen den Balken. Nur Patrick noch nicht. Und ich folge denen jetzt mal. So, die Wachen dürften nicht angreifen. Sketty hat es schon mal nicht getan und die Wache. Die auch nicht. Die haben auch schon krasse Schwerter, ne, alter Schwede. Krasse Zweihandwaffen. Auf alle Fälle. Wie leer das Lager mittlerweile geworden ist. Klar, es sind noch einige Leute hier, ne, aber... Dadurch, dass wir schon einige getötet haben, ist das Lager schon immens leerer geworden. Ist schon ziemlich krass. So, oh, guck mal. Da ist eine Feuernessel. So. Ach, nimm die scheiß Waldbeere. Miguel, der hat, glaube ich, nur Tränke dabei, ne? Ich glaube, der hatte nur Tränke. Oder hat der vielleicht sogar ein Rezept? Hat der eventuell... Kann der mir vielleicht sogar helfen mit der Sache mit Fortuno? War da nicht irgendwas? Ich habe da gerade so einen Gedanken im Kopf von früher... Aber ich weiß nicht genau, ob das, das so war. So, hier haben wir alle. Pardos, Tonak, Telbor, Monty und Patrick. Hey. Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Gut. Und hier sitzt auch immer noch Tom rum. Dem können wir jetzt sagen, Esteban ist tot. Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst.
Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Und das Lager wird wieder ein bisschen befüllter. Gut, eine Person ist nicht viel, aber ein bisschen. Genau, ich wollte jetzt mit Miguel sprechen. Vielleicht geht da was mit Fortuno. Wie gesagt, ich habe da irgendwie was im Hinterkopf mit Miguel, kann mich aber auch täuschen. Genau, wegen Fortuno. Fortuno ist ziemlich verwirrt und könnte einen Trank vertragen, der ihm seine Erinnerung zurückgibt. Fortuno? Das ist doch der Diener von Raven. Er war es. Jetzt ist er nur noch ein Wrack. Und das ist Ravens Schuld. Raven? Ich habe bisher große Stücke auf ihn gehalten. Na, gut. Aber hier im Sumpf kann ich keinen Trank brauen. Ich könnte den Trank brauen. Im Lager steht ein Labortisch. Ich brauche nur das Rezept. Sei vorsichtig mit diesem Rezept. Es ist gefährlich, diesen Trank zu brauen. Wenn irgendwas beim Brauen schief geht oder eine Zutat nicht stimmt, wirkt der Trank tödlich. Ich werde vorsichtig sein. Wow. So leicht anscheinend die Quest. Wir haben ein Rezept gekriegt, auf alle Fälle, das wir jetzt erstmal suchen müssen. Hier, für den Elixier der Geistesveränderung. Dieser Trank hilft, verlorenen Erinnerungen zurückzubringen. Zur Herstellung des Trankes erforderlich ist das Dekret aus zwei Blutfliegenstacheln. Dazu gibt man einen Mana-Extrakt sowie eine Essenz der Heilung. Abschließend wird in den köchenden Sud ein Beutel roter Tränenpfeffer gerührt. Nur ein kundigen Alchemist, der weiß, wie das Sekret aus den Stacheln zu entnehmen ist, sollte sich an den Trank versuchen. Haben wir das schon gelernt? Das konnte uns ja hier der eine Bandit beibringen. Hat der uns das schon beigebracht? Ich gehe da nochmal eben hin, ich weiß das gar nicht mehr. Und dann brauchen wir noch so einen roten Tränenpfeffer-Sack. Weiß ich gar nicht, ob wir den haben. Schauen wir mal. Oh, hier ist Sumpfkraut. Edgar. Wegen der Blutfliegen. Was willst du wissen? Okay, haben wir anscheinend gelernt. Kann uns zumindest nichts mehr beibringen. Lernpunkte. Punkte vor allen Dingen. Lernpunkte hätten wir. 15 Stück. Können wir ein bisschen zwei Hände lernen. Hier sind überall noch Pflanzen. Die habe ich alle nicht eingesammelt. Dabei glaube ich, oder habe ich immer das Gefühl, ich sammle hier schon alle Pflanzen ein. Und dann stehen doch hier noch zigtausend rum. Das ist schon krass. So, haben wir so einen roten Tränenpfeffer? Wir schauen mal von unten. Das ist Bloodwinds Kopf. Das ist ein Lederbeutel. Cool. Noch ein Lederbeutel, okay. Die haben wir noch nicht geöffnet. Honigtabak. Roter Tränenpfeffer. Sieht nicht so aus, als ob wir das hätten. Den werden wir vielleicht bei den Piraten kriegen. Bei hier dem, der die Grogs und so mischt. Wie heißt denn der nochmal? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte sogar Miguel einen im Inventar gehabt. Hätte ich mal nachschauen sollen, aber ich gehe jetzt erstmal bei Snuff kurz schauen. Vielleicht hat der was. Und dann gehe ich kurz zu Fisk. Vielleicht hat Fisk ein paar Dietriche. Hey, du. So, Snuff, wie läuft der Laden? Läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Ach, warte, ich kann nicht mit dem handeln. Oh, krass. Aber Lucia hat, glaube ich, noch... Gib mir was zu trinken. Die Triche? Nein. Ich dachte. Heilkraut, wow. Okay. Dann gehen wir einmal zu Fisk. Vielleicht hat der einen roten Tränenpfeffer. Glaube ich aber auch nicht. Der ist ja, glaube ich, eher so ein Waffenhändler. Zeig mir deine Ware. Ja, ein bisschen was hat der. Hat der irgendwie... Ach, das sind alles unsere alten Waffen, ne?
Er hat auch keine Dietriche. Er hat nur sehr viele Tränke. Oder was heißt sehr viele, aber ein paar. Wenn ich schon mal hier bin, hole ich mir die. Und verkaufe ihm noch die restlichen Waffen, die ich nicht mehr brauche. Wie zum Beispiel das edle Langschwert. Grober Zweihänder, Holzfäller, Axt, Spitzhacke brauchen wir. Die drei Sachen können noch weg. Gut. Danke bitte. Auf Wiedersehen und einmal schlafen bitte. Okay. Der mit seiner Keule da hinten drauf. Unfassbar. Dann würde ich sagen... gehen wir mal zu Torus. Können wir dem noch mal was sagen? Du. Nein. Okay. Ich, schau gerade auf die Uhr. Ich weiß gar nicht genau, wann ich angefangen habe aufzunehmen, aber ich glaube, 2-3 Minütchen habe ich noch. Dann gehen wir jetzt einfach schon mal in den Tempel rein. Denn jetzt kommen wir nämlich rein. Du schon wieder? Ja. Du nervst. Ja, du auch. Hier. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwin? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Danke. Warum nicht gleich so? Gut, wir sind im Tempel. Hier liegen ein paar Skelette. Ich sehe hier nichts. Also noch sehe ich was, aber ich meine jetzt, wenn hier zum Beispiel irgendwo in der Ecke ein Trank steht oder so, kann es gut sein, dass ich den aus Versehen übersehe. Naja, dann würde ich sagen, speichere ich hier einmal ab und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir uns mal hier diesen Tempel ein bisschen genauer an. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Gothic 2.